Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongons Jakob von den Frakta. Und jetzt schließen wir mal die Eroberung von Mittenlands Prachtstücken da raus und wir enteignen mal kurz hier die ganze Verbrecher. Wir waren noch beteiligt. Nö, waren nur die da. Ach, hier in der untersteht er ihm. Ja, dann. So. Weil wir hatten ja noch einen, der war jetzt nicht so doll, gell? Das war der hier. Schön.
Dann müssen noch die beiden Herzogtümer verteilt werden. Nach Varaland konnten die sich absitzen. Ach, das ist die Frau von ihm. Naja, viel Spaß mit dir. So, jetzt gucken wir mal. Wir haben... Das ist tatsächlich auch das Herzogtum, okay. Das können wir nicht einsacken, weil der hat, ja, gut. Oh. Wenn das so ist, überprüfen wir die. Aha. Noch so eine Schlangengrube. Der fehlt noch. So kann man natürlich auch ab und zu mal dafür sorgen, dass es neue Untertanen gibt. So, also dass das neu verteilt wird. Jetzt aber mal gucken. Der hat ja die Liga von Valdafor. Ja, das ist jetzt nicht so viel. Dann geben wir dem auch noch gerade das Herzogtum dazu. Und dem geben wir gerade noch den Titel dazu. Ah, das geht nicht. Okay. Dann erheben wir einfach einen von euch. Und wir unterstellen dir die beiden Knaben. Und die behalten wir erstmal als direkte. Ach, guck.
guck mal an, wir könnten hier das ab, hier jemanden wegnehmen. Das sind ja nur die zwei. Ach ja, warum nicht? Sind sie all wieder glücklich. Das haben wir eh bald geschafft. So, schön. Jetzt haben wir das auch wieder alles geklärt hier. Und neu verteilt. Und geordnet. Jetzt haben wir statt einem recht starken Herzogtum, haben wir da jetzt in der Ecke ein schwaches, ein mittleres. Ja, und zwei, die sich ungefähr die... Also vier Herzogtümer jetzt. Die können sich jetzt gegenseitig bespaßen, wenn einer Stress suchen sollte. Ich glaube, das könnte sogar gereicht haben, die Schlacht. Jawohl. Sehr schön. Ja, mit wem haben wir als nächstes denn jetzt Stress? Mich zieht es irgendwie nach Westerland, aber ich glaube, Tallabergland macht am meisten Sinn. Wie sieht es denn eigentlich aus? Mittenland, Hochland, Sylvania, ja, Tallaberg, ist gut. Da könnt ihr schon mal Stellung beziehen, wir nehmen ihn natürlich die Kante hier weg. Das hier wird zwar natürlich sinnvoller, hier so diese Bröckchen mal nicht rausnehmen, wobei... Das könnte man eigentlich wirklich mal machen. So, jetzt erstmal, wer bist du? Auch okay. So, damit das. Da sitzt der auch noch drin. Da sitzt der drin, der hat das Herzogtum in der Hand. Und zwei Grafschaften. Ah, Krimins, okay. Gut. Aber da ich dem noch nicht über den Weg traue, dem Herzog, wobei andererseits, so könnte ich ihn gewinnen für mich. Ja, ist mir jetzt erstmal egal. Komm, jetzt geht an Karoburg. Soll ich mit dem rumstressen, deswegen. Gott. Ah, der ist natürlich jetzt glücklich wie ein Schwein in der Sule, aber ist auch ein Guter. Gut, ist halt leider ein Ulrich, aber ist ja auch wurscht letztlich. Ach, guck mal an, wir können... Ja, dann machen wir das doch auch, oder? Ach nee, wir können nicht, der ist im Krieg. Echt? Mit wem denn? Okay. Ja, dann viel Spaß noch. Sobald ist, schnappen wir die das Großfürstentum weg.
jetzt die beiden Ork-Horden. Na, sieht doch gut aus. Also wir kommen voran, ja. Steh der Tropfen. Danach greifen wir Talabekland an und holen endlich hier mal Talabheim. Wenn wir das nächste Mal Stress mit Mittelland holen, holen wir uns jetzt dann das Stück, damit das hier mal hier so wirklich so einen Block gibt. Irgendwann müssen wir auch mit Westerland mal wieder was anfangen, damit wir hier Stierland endlich einsacken, den Rest. Sehr schön. Hier, Burkhard, also genau das Richtige für dich. Oder Burchard, achso, egal. Ach, warte mal. Wir machen es ja immer so, dass du ein bisschen Geld kriegst. So, da haben wir gleich den nächsten. Und gleich müsste der Dritte ins Ziel donnern. Jawohl. Also letzte Zeit ist kaum einer zu Brennholz verarbeitet worden, aber jeder, der in den Hof kam, hat irgendwann eine Grafschaft oder eine Stadt oder sogar ein Herzogtum bekommen. Das ist doch mal... So kann man aufsteigen in dem Reich. Man muss nur Theologie studieren. Oh, guck mal, der hat sich auf die andere Seite verkrabbelt im Reich. Ja, so läuft das. Das feige Gesindel. Aber wir kriegen sie. Der nennt sich selbst immer noch Imperator. Na gut, das macht die hier wahrscheinlich auch in der. Sogar keine übrig. Ah, jetzt. So, wieder mal Friede im Imperium. Naja, mehr oder weniger. Wir haben hier einen kleinen Bauernaufstand hier und hier. Wir haben Plünderer an verschiedenen Stellen. Aber insgesamt, insgesamt können wir zufrieden sein. Was, die Pferdemark kloppt sich? Mit wem das denn? Ach ja. Ja, sollen sie machen. Aber Bretonia ist auf einem guten Weg, sich wieder zu konsolidieren. Ja, zu konsolidieren. Ja, schweres Wort in die Uhrzeit.
Nein, wir verbrennen keinen so guten Herzog, den ich gerade erst befördert habe und den ich sogar noch zum Großfürst mache über die nächste Gelegenheit. So, wir setzen aber den nächsten Cut. Ja? Es geht ja zügig voran. Also hier kann sich echt keiner beschweren bei dem Let's Play. Dementsprechend, wir sehen uns wieder. Macht's gut. Tschüss.